Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Breaking Mad zusammen mit Chigo. Hello. Und Nancy. Hallo. Hallo. Ich will das hier oben abbauen, weil da oben ist da was drauf, oder nicht? Weiß ich nicht. Nee, ich sehe nichts. Da ist gar nichts. Wir sparen jetzt ganz viel Kraft. Ist das die richtige Richtung oder läufst du jetzt wieder zurück? Hörst du das? Ja, als wenn hier so ein Riese auf uns läuft. Ja, das ist total unheimlich. Gott. Ist das soll ich mal Cinder rauslassen? Nee. Glaub ich, willst du einen Cinder rauslassen? Nein, ich will nicht sterben. Cinder, komm raus! Ah, ich hab ihn. Ich weiß nicht, wie lange ich brenne. Hast du Wasser? Nee. Okay, man brennt nicht lang. Nee, und ich hab Feuer. Ember Charge, was ist das? Ich hab einen Blaze Rod bekommen. Wo müssen wir jetzt hin? Es gibt, der Gang ist jetzt erstmal zu, ist er denn? Hinter den Wänden ist natürlich auch noch was versteckt, kann natürlich auch sein. Müssen wir einen anderen Gang gehen. Mal runtergehen. Ey, denk dran, diese Bricks. Wow. Was war das, Chico? Wir so ein. Nancy, komm Block runter! Meteor. Was ist denn? Kisten! Aber hast du Blöcke? Ja. Was brauchst du für welche? Ist egal, weil hier unten ist noch eine Falle. Ja. Warte. Ich brauche mehr Blöcke auf jeden Fall. So, komm schon mal ein bisschen näher. Ein Block noch. Unten hin? Wirf mal zu, da baue ich dann die Wände, dass wir runterkommen. So? Tiefer. Also hier, wie viel meinst du? Oder zwei am besten? Ich glaube, du hebst sie auf. Nee. Doch. Du willst, weil du draufstehst noch. Du willst immer noch draufstehen. Du musst einen Schritt nach hinten gehen. Dankeschön. Bitteschön. Irgendwann geht alles mal. Ich weiß gar nicht, wo der Zombie ist, weil der scheint irgendwie in der... Warte, der muss nochmal weg. Ah, hier unten Zombie. Ja, da unten ist, wie gesagt, dieses riesig große Loch. Geh mal weg, Zombie, ich will da einen Block hinsetzen. Ah, oh, der Idiot. Stellt sich natürlich so genau auf die scheiß verfickte Truhe, ne? Nee, da komme ich dran. Splash Potion und sonst nur Mist. Oh, hier hat jemand eine goldene Axt. Du Scheiße, da kommen ja immer mehr. Ja, hier unten ist voll. Was machen wir? Na, das ist die nächste Ebene. Hier sollten wir uns erstmal ein Eisenrüstung machen. Hier geht schon ein bisschen tiefer. Challenge accepted oder was ist da los? Wenn wir hier uns mit dem durch die Wand graben, kommen wir da direkt in die Schlucht? Nee, hier noch nicht. Falsche Seite. Wir sollten aber erst die andere Seite checken. Also geh ruhig nochmal hoch. Beziehungsweise okay. Ich geh mal hier wieder raus komplett hier. An den Illusion-Blöcken vorbei. Und jetzt einen anderen Weg daneben. Oh. Okay, war es gibt nur noch einen. Ja, diese Pfeilen. Ich bringe oben erstmal die Sachen zurück in die Kiste. Ja, wir haben noch nicht mal eine Rüstung, deswegen. Ja, auch keine Rüstung. Macht hier oben mal bitte wenigstens ein Eisenschwert. Ich habe Eisen schon mitgebracht. Es ist zwar nicht viel gewesen, aber wirst du bestimmt noch ein Schwert draus machen können. Shigos Lagertechnik, da blieb doch keiner durch. Ruhe, ich habe Essen gemacht. Ist doch. Wo denn? Was hast du für eine Rüstung an, Chico? Holz. Holz. Was? Mhm. Ich hab noch nicht mal das. Die hält auch wirklich nicht viel. Ich habe komplette Rüstung und drei Schilderdinger und das auch nur, weil ich eine Lederhose trage. Okay. Also das bringt es eigentlich nicht so viel. Aber es ist besser, aber bei mir geht das nicht. Ich hab hier einen Flint und irgendwas anderes, was ja aussieht wie Feuer. Pfeile hau ich mal rein, die Trap hau ich mal rein. Da können wir vielleicht selber mal eine Falle bauen. So, ich hab alles. Blöcke habe ich auch. Hast du Blöcke, Daru? Ach, schön, Blöcke, wenn gut. Ein Eisenschwert. Wo hast du das versteckt? Gar keins, du musst das machen, warte. Eisen ist noch bestimmt noch nicht alles fertig. Hier ist ein Eisen. Ich mach dir mal schnell eins. Hast du das Eisen raus? Nee, ne? Ich mach dir mal ein Eisenschwert. Sticks brauche ich noch. Achso, scheiße. Jo, komm mal hierher. Schau das hier. Bananen, hin. Yay! Hallo? Nee, nieder, du Luder. Hast du was zu essen? Ja. Okay, dann können wir los. I'm ready for the fight. For the epic fight. Wir machen sie fertig. Oh, ja, wollte ich runtergehen, aber die hat Chigo halt zugebaut. Vielleicht ganz gut so. Ja, mit der Leiter ist besser, weil kein Monster hochkommt. Ich finde auch ehrlich gesagt, diese Treppen hier, die hier runtergehen, die finde ich total doof. Du bist doof! Ach du Scheiße.
Überall Spikes. Ja. Überall. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's von oben schon gesehen. Bauen wir noch so ein Geländer dran? Mhm. Warte. Noch mehr Spikes. Soll ich das noch höher machen oder reicht das? Nee, eins reicht. Gucken wir, ob hier noch Illusion-Blöcke sind. Warte. Nicht, dass wir hier irgendwo reinfallen. Ja, ich versuche aufzupassen. Kuchen, ne? Den Kuchen isst mal bitte nicht. Das kann ja nur halt nach hinten losgehen. Ja, ich glaub's auch bald. Nimm lieber mal das Schwert in der Hand. Der sieht doch schon ganz komisch aus. Okay, hier sind wieder Arrow-Traps. Gehen wir erstmal nach links, damit wir hier wieder einen Weg abhaken. Immer auf den Boden schauen am besten. Ein Ofen. Ach. Hier ist der Dungeon schon zu Ende wegen dem echten Dungeon, der noch hinten. Ach, den Amboss kann man mitnehmen. Ja, das mach ich auch. Hab ich schon vorgehabt. Boah, hey, schnell nach Hause, es wird dunkel. Willst du zurück? Wir locken hier uns zurück, ja, aber nach links. Wollen wir das nicht kurz auslocken, dass sie sich umlegen können? Warte, ich bin eh noch nicht zu Hause. Ich muss Wir sollten uns im Bett jetzt mitnehmen. Es wäre besser, weil sonst müssen wir jedes Mal wieder zurück. Invisible Trap. Ja, warte, ich mach einen Block rein. So, schnell nach Hause. Oh Gott, wo wohne ich denn? Da hinten. Wieder nach links. Aber alle Gänge durch, hier ist nichts, sonst wieder umgehen. Boah, ganz viel Zertus Quarz, ja, Mann. Ich höre hier so eine Riesen, es wird ja so ein riesiges Monster durch die Gänge. Oder wie ein Hammer, Nee, das ist der Cinder, wenn er Damage bekommt. Witzig, klingt auf jeden Fall witzig. Wo willst du jetzt hin? Ich wollte nur gucken, ob hier hinter noch was versteckt ist. Das Ende. Was war das? Unheimlich, ich weiß es nicht. Das Feuerwerk. Ja, ne? Wir haben alles, Nancy, hier gibt's keinen Gang mehr. Andere Tunnel ist länger, also der erste von den Shigo. Okay, wollen wir jetzt uns das Bett einpacken? Ja, geht, ne. Wir gehen eben einmal ins Bett. Wir haben ja der Tag ist eigentlich lang genug. Jetzt meinen wir einfach so ins Bett gehen, dann nochmal vielleicht den anderen Tunnel erkunden. Und, oder wir gehen eine Alternative zu den Zombies, das können wir machen. Ja, würde ich auch sagen. Shigo ist ja noch gar nicht schlafen. Nein, wie gesagt, ich war bis gerade noch unterwegs. Ich komme mit der Treppe hier nicht klar, die macht die Leiter, die macht mich alle. Oh nein, die zwei die liegen schon wieder im Bett. Was ist denn jetzt? Hüpft. Oh, ich bin die Chico, Hilfe. Om nom nom. Der Dalu, dieser kleine Wisch, der geht jetzt ganz, ganz runter nicht. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Er geht falsch. Das ist doch nicht mehr schön. Hey, komm jetzt mit, wir machen die Zombies dort. Ich frage mich, wo die eine Falle ist, die wir mal auslösen. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist das ja eine Druckplatte. Oder Tripwire. Ja, wir haben eigentlich alle Blöcke durchgeguckt und haben die Uhr ausgetauscht. Ein Tripwire? Ich habe keins gesehen, ehrlich gesagt. Okay, ich habe Angst, ne? Spawner. Denkt dran, Spawner wegmachen, wenn einer da ist. Es kommen schon Skelette. Erstmal hoch. Skelettern. Verzauberter Bogen. Lass ihn hochkommen. Er kommt ja nach. Er kann ja da hoch. Oh mein Gott. Loki komplett hoch. Geh einfach die Treppe mit hoch. Jo, machen wir ja bessere Chancen. Okay, ja. Okay, ich geh hier hin. Da. Er dort ist. Ja. Ich übernehme den Spawner, der 100 HP. Immer durch mal bitte um die Kleinen. Steht eine schon mal unten. Verzaubert ist down. Weg. Ist nur der Spawner. Der hat noch 18 HP. Weg. Hammer. So. Okay, ist sehr das? Schön. Ah, ja, sehr gut. Oh, was du war. Ey, du siehst aus, herrlich. Guck mal, die Pfeile. Geil. Kommt noch was? Ja, 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 ja. Oh nein, ich bin der Kunde, der killt mich, der killt mich, der killt mich, der killt mich. Oh, ausgerechnet der. Ist das ein Scherz? Der ist verzaubert. Ist ein Bossmob sozusagen. Ah, das ist ein böser Bossmob. Wie macht man den jetzt tot? Das ist auch krass, das ist auch noch ein Baby-Zombie als Bossmob. Ja, der eben. Rennt ja auch einfach mal 5000 km/h schnell. Nimm mal ein Steinschwert mit. So, da war erstmal mit einer Gier ranzukommen. Ist er noch da? Ja, was soll er machen? Soll er jetzt weggehen? Ja, dann mach ich, komm mit dem Steinschwert so runter. Ich sehe ihn. Warte. Okay. Warte, was haben wir vor? Ich werde jetzt einfach mal einen Run machen.
Run, genau, und ich lenke ne ab, okay? Ich hab alle Sachen schon. Jetzt haben wir ihn. Immer draufschlagen. Wenn er uns nicht trifft. Tot! Ja. Sehr gut. So, jetzt eben mal kurz das Gear verteilen. Ja, ich wollte gerade sagen, hab ich ein Eisenschwert? Ja. Ich hab ein Eisenschwert. Also ein Eisenschwert habe ich auch. Da ich habe deine Hose. Okay. Zieh dich aus. Danke. Also ich habe ein Eisenschwert, das reicht, das brauche ich nicht. Ja, ja. Und den Pickaxe habe ich noch und das passt. Wollen wir jetzt runter? Nimm mir mal bitte wenigstens die Hälfte an Items ab, weil okay. Ich hab, mein Inventar ist voll. Meine Herzen einsammeln. Müssen sich noch regenerieren, ich habe die Hälfte verloren. Du hast die Bücher auch mit, oder? Kann das sein? Ja. Weiß ich nicht. Kann sein. So, okay, das reicht. Jetzt habe ich noch, auch noch ein bisschen Platz. So, und Fackeln kriegst du die Hälfte. Ja. Die brauchst du noch. Warten wir jetzt mal kurz eine Sekunde warten, weil ich habe bis 4 Herzen. Jo, ich gehe schon mal gucken. Da ist ja die fette Fledermaus. Oh, ich habe ihn noch gemacht. Ups. Komm, die fette Fledermaus kommt. Geh wieder hoch. Wow. Warum? Weil die uns angreifen will. Okay, dann geh ich hier hin. Okay, sie kommt. Sie kommt. Sie echt? Ja. Oder nicht? Jetzt! Wow, lol. Ah, das ist ja wieder weg. Schade, aber wir haben... Ist das eine Enderfledermaus oder was? Ich kann euch sehen. Ah, ich bin dran. 8 HP. 8 HP nur. Komm her, schnell. Ich meine, das Enderei hatte doch nur 8 HP. Wo ist sie? Weg. Fuck. Ich hab bloß noch ein Herz. Und ich sehe irgendwie aus, als wenn ich vergiftet worden wäre. Ja, du wurdest vom Ender-Eye getroffen. Ja, das ist scheiße. Ich muss warten, jetzt habe ich bloß noch 1,5 Herzen. Blöde ist, ich kann mich nicht regenerieren oder sowas. Jedenfalls nicht so schnell. Und hier ist halt auch Ewigkeit. Zu wenig Torches. Mach mal noch welche ran. Oh, das 1,5 Herzen, ne? Das regeneriert sich einfach mal gar nicht. Wieso habe ich Slowness drauf und Mini Fatigate? Fatigue. Weil du so kaputt bist. So halb kaputt. Ach so. Bin kaputt. Halb kaputt, ja. Dalu baut schon alles zu, es ist gut. Also 2 Herzen. Das ist echt langsam. Hatte ich nicht gerade eben ganz viel. Das Gefühl. Hier ist der Auslöser ist hier irgendwo. Und komisch. Sehr merkwürdig, muss ich echt sagen. Hey Nancy, ich bin unten. Okay, ich habe 2,5 Herzen, also bei mir dauert das ganz, ganz lange. Oh oh, was ist das? Das ist was? Was machen hier so komische Geräusche? Ja, irgendwelche Monster. Ich komm runter. Ich hab zwar Angst, dass ich sterbe, aber du musst mich jetzt. Wieso hast du schon wieder ein Eisengedöns drauf? In Kettenrüstung. Ich mich hier erkunde. Okay, hier ist der Spawner. Titty Bühl. Spawner down. Warum nennst du hinter uns kommen auch noch welche? Ja, ja, ich versuch das zu halten. Nein, la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 l
Aber wenn du das hier unten siehst, wir haben richtig viel aufgeräumt schon. Dann ist gut, habt ihr wenigstens gute Loot gekriegt? Geht. Warte mal, wo bist du jetzt? Ich weiß nicht mehr, in welche Richtung. Sind wir über die Brücke gelaufen? Ja, ne? Nein, in eine andere Richtung. I wouldn't be okay. Nicht über die Brücke. Ah, da, ich sehe es ja. Orientierungssinn wie so ein... blinder Maulwurf. Obwohl selbst sie wahrscheinlich bessere Orientierung haben. Wo ist denn mein Schwert und sowas? Ja, das habe ich dann. Also ein paar Sachen sind mir zugeflogen. Kriegst du sofort. Meine Iron Pickaxe, mein Schwert und meine Schaufel. Bist du? Gerade hier in dem anderen... Oh, ein verzauberter Zombie. Geh zurück, geh zurück, bitte. Ich bin weg. So. Okay, mach zu. Mit was? Hab schon. Und geh hoch eine Etage, damit wir erstmal Sachen verteilen können. Hier unten sind noch ein paar Spawner. Wie lange hält das Gift? Weiß nicht. Tötet mich das? Nee, eigentlich nicht. Gift nee. Kann nicht töten. Leb wohl, Welt. Komm! Nancy, töte ihn! Töte ihn, Nancy! Nancy! Okay. Also, ich hab mal schnell Eisenpickaxe. Nein. Ich bin tot. Boah, Baby-Zombie. Tot. Meine Fresse, war das viele jetzt. Hast du das mal mit Chico? Hm? Komm, gefälligst mit. Nein, ich arbeite hier. Na toll. Ich sorge gerade für Ohrverdoppelung, also lass mich in Ruhe. Für was? Doppelte... Ich brauche kein doppeltes Ohr, mir reichen zwei. Der hat so 9 HP, Nancy, komm, den kriegen wir vielleicht so. Mit 3 Ohren hättest du das Zombie-Ding vorher gehört. So. Und er hat sich wieder geheilt, na super. Ich bin vergiftet. Egal, einfach weiter drauf an. Das Gift zieht ja eh nur bis zu halben Herzen ab. Einer ist weg, ich hab eine Schaufel von ihm, ich weiß nicht warum. Wo bist du? Komm gleich wieder. Ach, you're dead? Oh Gott, ich hab eine verzauberte Schaufel. Sehr gut. Mit Fortune und Effizienz und so. So. So, hast du ich alles komm hoch, ich komm hoch, ich komm wieder dann hoch. Dann lass uns das erstmal abhauen. Gehen ich weiß nicht, ob ich alles höher. Hab. Ja, wir gehen erstmal in Tadel höher. Also, ich brauche ein Catnap, eine blaue Hose, grüne Schuhe. Habe ich. Du kriegst lila Schuhe. Du bekommst ein Eisenschwert und Eisen Pickaxe. Okay, Eisenschwert Pickaxe, okay. Ich gucke jetzt noch einmal, ob das alles was war, aber ich glaube, das war alles. Ich noch. Kriegst du sofort. Das müsste aber alles gewesen sein. Ne, hier unten liegt auch nichts mehr. Wir haben alles. Und dann sollten wir aber jetzt trotzdem mal nach oben gehen. Mhm. Nancy. Ah, das ist ja aber leck. Und die Sachen einlagern, denn ich würde mal sagen, die Folge ist ja auch zu Ende, oder? Jo. Ja. Leck. Mach doch doofes Ding, dreh dich endlich. Na, geht doch. Ach, Mann. Hier los. Dicker Hut. Packen wir wieder alles da rein. Hier haben wir noch Potions, Potion of Harming. Potion of Healing, ein Batarang. Ich hab ein Potion of Potion. Was bedeutet das? Naja, also ich hab auf jeden Fall eine Effizienz, Fortune und Effizienz. Oh, boom. Zack, Amboss, bam, in your face. Warum laggt's denn so bei mir? Das verstehe ich nicht. Warum dreht dieses blöde Ding sich nicht rum? I don't know. Mach das doch. Ja, aber nicht durchgehend bei mir. Doch. Bei mir aber nicht, das ist das Problem. Vielleicht geht es immer nur einmal. Nee. Ja... Nein, ich hab die Szene schon 100 Mal benutzt. Da bin ich wieder, nicht funktioniert. Was ist das eigentlich? Das ist da ein Grindstone, meine Liebe. Damit kann man ja Erzen zu zwei Pulver. Das ist aus dem Mittelalter. Ja, so ähnlich. Was willst du mit Erzen verpulvern? Damit man zwei rausbekommt. Ah, okay. So, ist der Part vorbei? Ja, ist er. Ja, ist er. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Schaut bei den anderen vorbei. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.